Hey, warte mal, lass mal den Grill auspissen. Herzlich willkommen auf dem Humorniveau von Kindsköpfe 2. Weißt du noch, als wir immer hierher sind, wenn wir breit waren? Was ist breit? Wenn man ein Verlangen nach Eiscreme hat. Ich will breit sein. Ich will total breit sein. Ich will auch Schokolade breit sein. Die ganze Gang um Adam Sandler hat sich wieder versammelt. Also Kevin James, Chris Rock, David Spade, die wir alle schon aus Kindsköpfe 1 kennen. Die leben jetzt alle da in diesem kleinen Städtchen und genießen das Leben und merken langsam, ach, die Kinder gehen zur Schule und jetzt stehen die großen Ferien an und die einen kommen jetzt aufs College und die anderen zur Highschool und so. Das Leben geht weiter und diese Männer, diese besten Freunde merken, oh, langsam werden wir alt. Und um nochmal irgendwie so zu zelebrieren, wie schön es war, als sie jung waren und als die Highschool vorbei war und als die Sommerferien losgingen, beschließen sie, nochmal so eine Riesenparty zu schmeißen, wo sie quasi das ganze Städtchen zu einladen, um einmal gemeinsam wunderbar wieder dieses alte Sommerfeeling zurückzuholen. Der Weg zu dieser Party, inklusive der Party, das ist der Inhalt des Filmes Kindsköpfe 2. Guckt euch das an. Heiße Chicks überall. So haben wir es früher auch gemacht. Ich mach's immer noch so. Ihr bewegt euch auf Kappa Eta Sigmas Eigentum. Also hört auf, unsere Chicks anzugaffen und verschwindet in eure Wohnwagen, ihr Spießer. Der Subtext des Filmes ist es, älter werden ist gar nicht so schlimm. Natürlich ist die jüngere Generation frecher oder manchmal auch unverschämter. Das ist ihr Privileg, deswegen sind es die Jüngeren. Aber dafür haben wir Älteren auch was Tolles, nämlich Gelassenheit und das Wissen, dass nicht alles schlimmer wird, sondern dass auch vieles daran gut ist, älter zu werden. Hey Jungs, das war eine schöne Begrüßung. Wir haben auch eine schöne. Wie geht's euch? Dann wollen wir mal. Wie geht es Ihnen, mein Herr? In Wirklichkeit ist Kindsköpfe 2 aber natürlich einfach nur eine Ansammlung von schwachsinnigen Situationen, die zwei, dreimal sogar ganz lustig sind, in den meisten Fällen aber leider super unlustig sind, sehr bemüht und sehr auf so eine unangenehme Art albern. Was schade ist, weil ich ja ein großer Adam Sandler-Fan bin. Das ist ja auch das erste Sequel. Der hat ja noch nie ein Sequel gemacht. Er hat gesagt, nein, keine Fortsetzung. Jetzt hat er sich zum ersten Mal dazu bringen lassen, ein Sequel zu machen, weil der erste Kindsköpfe so ein überraschend großer Erfolg war. Er hätte bei seiner eisernen Regel bleiben sollen, denn diese Fortsetzung hat keine Substanz mehr, es geht um gar nichts mehr. Diese ganzen Familienkonflikte sind alle so, die werden so im Vorbeigehen irgendwie fertig erzählt. Viele Pipi-Kaka-Witze, Furzi-Pupsi-Pipi-Kaka. Entschuldige mich für eine Sekunde. Öffne das Fenster. Öffne es doch selbst, du Fauler. Ja. Was man lustig finden kann, wenn man das noch nie in irgendeinem Film gesehen oder gehört hat. Es gibt ein weiteres schlimmes Merkmal, das gerade mir als Adam Sandler-Fan sauer aufstieß. Es gibt keinen Rob Schneider-Gastauftritt. Das alleine macht den Film schon wertlos. Jetzt hieß es, Rob Schneider hatte leider keine Zeit. Ich glaube, ein Drehtag wäre schon drin gewesen. In Amerika ist der extrem erfolgreich angelaufen, ein besseres Boxoffice gehabt als Pacific Rim. Und das lässt befürchten, dass sich Adam Sandler das erste Mal in seinem Leben auf eine Trilogie einlässt. Hoffen wir, dass dann auch jemand ein Drehbuch zum dritten Teil schreibt. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will einfach nur ein Drehbuch. Was macht der Schulbus hier? Ich habe ihn geklaut. Was? Put your hands in the air! And wave them like you just don't care. Say ho! Ho! Say ho! Ho! Das ist echt eine Gurke geworden. Also das ist echt totaler Quatsch. Das ist auch echt nicht lustig. Also meistens tut das wirklich so ein bisschen weh. Es ist so ein bisschen unangenehm. Man kennt das, wenn Leute einen Witz erzählen und keiner lacht. So fühlt sich Kindsköpfe 2 an. Kindsköpfe 2 ist der richtige Film für 13-Jährige. Die lachen sich tot, glaube ich, da. Und für exzessive Biertrinker, die schon in Ballermann 6 sich kaputt gelacht haben. Die sind in Kindsköpfe 2 allerbestens aufgehoben. Kindsköpfe 2 kriegt von mir 2 von 5 Prince. Ich war in dir drin! So, wenn ihr jetzt den Trailer zu Kindsköpfe 2 sehen möchtet, dann klickt jetzt hier oben hin. Und wenn ihr meine Kritik zu Only God Forgives sehen möchtet, dann klickt jetzt hier unten hin. Viel Spaß! Man kann auch so einen Gag, den man mal gemacht hat, einfach nochmal bringen. Weißt du, der Waterboy-Gag, wie lange ist der jetzt her? 3, 4 Monate? Da erinnert sich keine Sau mehr dran. Da bringe ich den jetzt einfach nochmal. Ich tue jetzt so, als wenn ich den noch nie gemacht hätte. Das ist noch viel geiler. Pass auf. Ja, der hat ein paar schlechte Filme gemacht, der Adam Sandler.
Nach einem Film von ihm ist sogar schon eine Foltermethode benannt worden. Wisst ihr welcher? Waterboy. Weil da gibt es doch diese Methode Waterboying, dass einem der Film im Loop die ganze Zeit gezeigt wird. Ja, ihr müsst jetzt auch lachen, sonst kommt das nicht an. Okay, tschüss.